Jo, da war der Cut. Und wir haben wieder volles Mana. Sehr schön. Jungs, da kriegt ihr ein Portal. Sogar ein langes Portal. Doppelte Geschwindigkeit. Das da könnt ihr abbauen. Das da könnt ihr abbauen. Wie schaut es eigentlich mit Kohle aus? Wow, auch nicht so gut. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh oh. Oh oh. Dieser fließende musikalische Übergang. Oh, das ist aber gemein. In Stahlrüstung, Stahlhelm und Langbogen und schießt auf Typen im Knast. Da, weiter schießen. Und dann die Tür wieder aufstellen. Danke. Ah, die Goblins da. Nerven echt ein bisschen. Was? Stopp, 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 stopp. Da ist gerade ein Zwerg gestorben an einer Spinne, weil er sich... Also der ist so hin und her geglitscht, wie der eine hier vorne auch. Weil die Blockanordnung halt so ist, dass man mit dem langen Bogen nicht schießen kann. Und dann wurde er einfach umgebracht. Das ist nicht, nicht schön. Können wir mal alles weg hier. Ärgerlich, ärgerlich. So, da bitte zumachen, da bitte hinbauen. Und dann da runter. Menno. Mach die Spinne tot, die ist schon tot, okay. Das hier weg, den später töten. Wenn der Angriffs... Okay. Genau, wenn der Angriffsauftrag jetzt da ist, dann kommen sie da nicht hin. Die sind ja ein wenig eigen, die Zwerge. Das neu abbauen. So, Pilze sollten langsam auch mal weg. Ja, was das hier angeht, habe ich auch noch keine wirkliche Lösung. Das muss warten. Tür neu. Wie schaut es mit den anderen Zwergen aus? Du greifst an, du schläfst. Du solltest auch schlafen. Du solltest auch schlafen. Ist alles okay sonst? Okay. So, wie sieht's aus mit unserem Weg zu neuen Waffen? Sehr nah. Wir brauchen nur ein Olö. Was nur Stein braucht. So. Dich müssen wir bestimmt auch gleich wieder setzen. Da. Nachdem du hergestellt wurdest, natürlich. Metalldeckel. Hier. Was macht unsere Eisenmine? Ne? Wo war die überhaupt? Da. Das weg, das weg. Hallo, Beholder. Hier ist ein Dungeon. Sehr schön. Hops, hops. Ah, er hat's gemerkt. Okay. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Na gut, den kletter ich halt. Das ist die Lerngeschwindigkeit eines Zwerges. Also eines Terrakotta-Zwerges, wie wir sie haben. Wir können gleich einen Durchbruch machen. Ist ja nur ein Beholder, in Anführungszeichen. Und ihr kriegt auch ein neues Portal hier. Bitteschön. Haben wir wieder Mana. Aber wenn man das Spiel am Stück spielen würde und nicht so wie ich immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Häppchen, könnte das echt garstig werden mit dem Mana, fällt mir gerade so auf. Das ändern sie vielleicht noch irgendwann. Töten. So, weg mit dir. Ein neuer Zwerg, sehr gut. Dich abbauen, dich abbauen. Eigentlich will ich nur gucken, was hier so ist noch. Da bitte einmal abbauen. Nicht viel. Ein paar billige Betten und Ofen. Ne, das können wir uns sparen hier. Oh, Diamanten. Das können wir uns doch nicht sparen. Die hätte ich gerne. Auch wenn wir noch kein Portal in die nächste Welt bauen können, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir bauen hier schon so viele Gänge, die werden alle wieder durch zuwuchern.
Das weg, das weg. Ah, ist Kohle. Gucken wir auch mal hin. Also ja, ich werde demnächst eine Folge machen. Mindestens eine Folge. Wo ich nur ein Zwerg kontrollieren werde. Und ich werde Deko-Sachen machen. Also ich werde zum Beispiel all diese Steine hier ersetzen durch Dreck. Aber das werde ich dann vorher ansagen, damit ihr die Folge überspringen könnt. Also ich hatte mir auch überlegt, das Ganze einfach off-camera zu machen. Also dass ich mich dann eine Stunde später oder so melde und dann sage, was ich dekoartig gemacht habe. Problem ist allerdings, man kann das Spiel niemals so lange spielen, ohne dass irgendwas Interessantes passiert. Also wie jetzt gerade der Zwerg, der gestorben ist. Das wäre dann halt nicht in der Aufnahme. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich, wenn solche Sachen dann fehlen. Deswegen versuche ich jetzt zwischendurch mal so eine Deko-Folge mit einzubauen, dann passt das auch. Ihr solltet hier zur Kohle. Und zu der Kiste da oben. Und zu dem Silber hier. Und die Diamanten abbauen und noch mehr Diamanten abbauen. Und da die Kohle. Kohle. Portal. Dahin. So. Ah, eine Truhe, die bringt allerdings gar nichts. Da wird nichts drin sein. Truhen sind leider nur Deko-Zeug. Aber das wäre auch noch schick. Also so richtige Dungeons, wo man auch Beute machen kann und mit Bossgegnern und was weiß ich töten. Oh, Gold. Springt ihn an, springt ihn an. So. Das wäre eigentlich ein guter Teich zum Angeln, ne? Gucken wir, ob wir da von hier ordentlich rankommen. So, und neues Portal da. Das da muss auch noch weg. Das hier muss alles weg. So. Da bitte einmal durch. Dann hätten wir gerne... Gibt es sowas wie Scaffolding, nur halt in Brückenform, die man schnell aufstellen kann? Ich denke nicht, ja. Das wäre zu praktisch. Apropos Scaffolding, die hätte ich ganz gerne wieder in meiner Dingensleiste da. Da. Nee, da. Das Ding müssen wir nämlich auch bauen. Für unsere Silberwaffen natürlich. Wofür sonst braucht man Reliefs? Gucken, wie das aussieht. Oh. Das ist sogar so ein bisschen angerissen und angeditscht. Jedenfalls ist eine davon. Das könnte man echt für Deko-Sachen benutzen. Also wenn die jetzt alle einheitlich wären, dann könnte es ein bisschen komisch aussehen. Aber so... ist eine Überlegung wert. Gut, jetzt aber erstmal Eisenbarren. Dafür brauchen wir Eisen. Und Kohle. Und ganz... ganz viel Eisen. Das gibt jedes Mal nur ein Eisenbarren, obwohl man zwei Klumpen benutzt. Das ist gemein. Okay. Silberrüstung. Stahl, wie viel Stahl haben wir noch? 14. Oh, hält sich alles ein bisschen in Grenzen. Und das Essen ist gleich alles. Stopp. Gegrilltes Fleisch. Da. Fischsuppe haben wir gerade keine. Aber wir haben ganz viele Fische. Zwei Kohle. Okay, es gibt doch mal gleich richtig viel Fischsuppe, aber trotzdem. Steaks da. Wir haben Fleisch, wir brauchen schon wieder einen Kohle. Und wir haben keine Kohle mehr. Wir haben mal ganz viel Holz, warte. Holz in der Mitte, drumherum Erde. Oder was andersrum? Anscheinend andersrum. Sonst wäre es auch ein zu günstiges Rezept. Das soll jetzt wohl so eine Art Kühlerhaufen simulieren. Jo. 500 Holz. Ja, wir waren fleißig.
Und jedes Mal, wenn ich gemeckert habe, dass irgendwelche Bäume gewachsen sind auf dem Schnee, hätte ich eigentlich auf die Knie fallen müssen und mich bedanken. So. 68 Kohle. Da werden die jetzt sehr lange zu tun haben, denn das muss, glaube ich, in der Küche gemacht werden. Ne, die machen jetzt mal die Suppe. Also jetzt machen sie Suppe, Kohle und Steaks in denselben Öfen. Yummy. Also Zwerge hier unten brauchen neues Pot. Habe ich das Scaffolding dahin gemacht? Ach so, das ist gar nicht unsere aktuelle Mine. Warte mal. Da ist unsere aktuelle Mine. Wir haben ganz schön viele Minen, fällt mir gerade auf. Da bitte ein Durchgang. Da sind noch Diamanten. Und ich hätte gerne eine Vierfachgeschwindigkeit. Da müssen wir durch. Das muss auch noch weg. Oder wir brauchen noch mehr Zwerge. Apropos Zwerg, wir haben 10. Zwerg bekommen. Der braucht erstmal wieder Ausrüstung. Du und du und das da. Wir brauchen unbedingt neue Waffen. Und du und du und wir brauchen auch neue Panzer. Aber da wollten wir ja gleich Silberpanzer nehmen. Damit ein Teil halt Stahlpanzer hat, ein Teil Silber. Ja, okay. Ich brauche viel, viel mehr Zwerg. Der Schnee ist wieder vor der Haustür. Und ja, wieder auf die Knie fallen. Überall Bäume. Tong, 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 tong. Das wird so cool aussehen, wenn man wirklich 30, 40 Zwerge später hat. Und dann noch größere Schmiede und noch größere Schlafräume und noch größer alles. Aber wirklich Performance-Probleme sehe ich momentan noch keine. Also ja, das Pathfinding könnte ein Problem werden. Bei so vielen Zwergen. Ist ja teilweise jetzt schon nicht ganz so toll, aber... jetzt wird die Kohle hergestellt. Und dann die Steaks? Oder wurden die Steaks schon gemacht? Ne, wurden noch nicht. Oh, falscher Tisch. Egal. Ganz viel Steaks und eine Fischsuppe. Komm, jetzt Fischsuppe rechts und Steaks links später. Dann passt das auch irgendwie. Alternativ wäre noch was zu essen, was keine Kohle braucht, ganz nett. Aber ich glaube, da haben wir nicht so wirklich viel im Angebot. Bier. Bier braucht keine Kohle. Das mit dem Fass ist ein wenig irritierend. Wird das Fass dabei verbraucht? Ja, wird es. Was braucht ein Fass? Eisen. Okay, statt Kohle, was wir unendlich nachproduzieren können, dank Dirt und... Ja, nicht unendlich, aber ne, sehr, sehr viel nachproduzieren können, können wir Eisen verwenden, was wir nicht produzieren können. Das ist kein guter Tausch. Aber wir haben wenigstens was freigeschaltet, nämlich das Weinfass. Oh, warte mal. Wir haben jetzt ein Fass. Ich lasse die Jungs jetzt mal das Bier brauen und gucke, ob die Fässer vielleicht später als Nebenprodukt wieder abfallen. Was wird ja Sinn machen eigentlich? Oh, liegt hier viel Zeug rum. Oh, Zeug, warte. Wo ist mein... Aha! Wusch! Sehr gut. Sammelt alles auf. Dann können die Zwerge hier unten weiterarbeiten. Und hier weiterarbeiten. Und überhaupt mal mehr arbeiten. Ja, sehr gut. Die Bläulinge holen das ab. Das heißt, da sind keine Zwerge mehr beschäftigt. Oder weniger jedenfalls. Der Schnee türmt sich bald so hoch, dass er über die Mauern rübergeht. Ist nicht gut. Das muss hier mal ein bisschen aufgetragen werden. Genau. Tong, 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 tong. Hunter. Hau ihn weg, hau ihn weg. Wo haben die das jetzt hergeholt? Eine Fischsuppe? Wo hast du hier hinten eine Fischsuppe gefunden? Sehr kurios. So, das kann auch alles weg. Das auch. Ah, die wird hergestellt, sehr gut.
bin kurz davor, nochmal so einen Trupp Bläulinge zu machen, einfach damit es hier noch mehr rumwuselt. So, Bier ist durch. Wie viele Fässer haben wir? Wo sind die Fässer? Da, immer noch eins. Ja, okay, die werden also doch verbraucht. Schade.